Hallo und willkommen zurück zu Batman Arkham Knight. Wir müssen Poison Ivy retten. Da sind wir jetzt gerade unterwegs dahin. Oh, hoffentlich kommen wir da rüber. Da haben wir sogar eine schöne Landeplattform hier. Oh, was ist mit der? Ist da irgendwas? Natürlich haben wir hier noch eine Drohne. Aber wir müssen ja sowieso erstmal hier lang. Huch. Natürlich war das jetzt hier verkehrt. Aber hier ist man doch richtig. Ivy! Alles okay. Die Gaswolke verflüchtigt sich. Gut gemacht. Von Ihnen und Poison Ivy. Wir haben unterschätzt, wie viel Menschlichkeit noch in ihr steckt. Sie ist tot, Alfred. Die Reinigung des Toxins hat sie ausgezehrt. Oh, verstehe. Ihre letzte Tat war nobel. Ich muss Scarecrow finden, bevor noch jemand stirbt. Hast du Spuren für mich? Nichts Konkretes, Sir. Der GCBD-Funkraum könnte helfen. Sie haben eine verschlüsselte Übertragung über einen SWAT-Kanal aus der Stadt abgefangen. Kurios, denn es gibt zurzeit keine SWAT-Officers im Einsatz. Dann gibt es natürlich noch zahlreiche ungelöste Fälle, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Ohne das Toxin wäre nun der perfekte Moment, die Stadt wieder zu übernehmen. Und schauen wir noch mal ganz kurz. Nein, das war falsch. Das macht's nicht besser. Das war noch schon richtig. Das, ne? Da wissen wir nicht, wo er ist. Wir könnten den Pinguin noch ein bisschen foltern. Was mache ich mit denen? Da ist schon eine Straße, da hat man was in der Nähe. Ich werde den Milizstützpunkt an der Straßenkreuzung zur Grand Avenue ausschalten. Das ist eine zentrale Route für Ihre Einsätze, Sir. Sie zurückzugewinnen ist von großem strategischen Wert. Aber seine Armee untersteht jetzt mir. Denn auch wenn mein Toxin sich auflöst, hinterlässt es eine von mir im Stich gelassene Stadt. Ein Mahnmal für sein Versagen. Heute Nacht stirbt die Legende von Batman. Und Gotham.
So, das war's doch schon mit euch. Auf jeden Fall ein Pünktchen. Oh, wir haben 22 Punkte. Vielleicht können wir noch mal was fertig machen. Und schon waren die ganzen Punkte fertig. Geht schnell. Okay. Aber eigentlich könnten wir ja. Bei der Nacht ja. Selina ist immer noch im Waisenhaus. Gemeinsam werden wir sie befreien. Oh. Hast du jetzt ein Glück, dass ich keine Zeit habe? Ansonsten nervt der Riddler die ganze Zeit. Entschuldigung. Du bist zurück. Ich sagte doch, ich hol dich da raus. Ich weiß. Es ist nur... Egal. Lass uns zum nächsten Raum gehen, bevor mein Kopf explodiert, okay? Was hast du da gerade gemacht? Yoga? Joker stirbt, reißt die halbe Unterwelt von Gotham mit sich und ich höre monatelang nichts von dir. Was soll das? Ich war beschäftigt. Na klar, ich weiß, dass ihr euch nahe standet. Aber du musst wieder raus. Neue Spinner treffen. Du kannst nicht ewig trauern. Er hat einiges unerledigt gelassen. Mein liebstes Komödiantenduo. Es war eine solche Freude, Rätselkammern. Ach du Scheiße. Sondern zwei Halbidioten zu kreieren. Oh, das ergibt quasi einen ganzen Idioten. Dunkler Ritter, wenn du deine Katzenfreundin verloren und genug um ihren kopflosen Leichnam getrauert hast, können wir das vielleicht wiederholen. Mit Robin. Oder vielleicht deinem verlorenen Sohn in Bloodhaven. Ich weiß wie. Ich muss hier stehen. Und sie muss da oben rauf. In der Wand? Ich könnte sie mit einem Satz erreichen. Ein Rätsel. Kann ein Irrgarten auch ohne Garten noch jemanden irre machen? Das ist bestimmt nicht für mich, oder? Das ist für ihn. Er muss daher. Und sie muss links drei vor. Also ab hier. Eins, zwei, drei und. Weißt du, ich muss ein ähnliches daher. Sicherheitssystem lahmlegen, als ich bei Queen Industry. Oh, vergiss es. So, er muss vor, vor, vor. Zack, zack, zack. Fast geschafft. Aber jetzt noch eine Wendung. Ach Gott. Nicht doch schon rein, ne? Eins runter. Drüber. Und drei hoch, ne? Fast da, Selina. Wenn man halt bloß einmal merken könnte, wo er war. Ich bin hier fertig. Achso. Allerdings weiß ich nicht, wie die da laufen muss. Dreh dich mal nochmal, dann hab ich es besser im Blick. Okay. Catwoman? Gut. So ist es nämlich
da fliegst. Da, da. Okay, ich bin hier fertig. Oh, Eddie, du wirst dir so dumm vorkommen, wenn ich dich geschnappt habe. Oh Gott. Was war jetzt meins wieder? Bro. Hau drauf! Blaue wegmachen hier. Bitte schön. Nein, ich wollte doch sie. Mal im Ernst, Eddie. Wie lange wird das hier noch dauern? Tja, nicht mehr lang. Oh, wie clever ihr beide euch jetzt fühlen müsst. Wie selbstgefällig. Ich störe ja nur ungern bei diesem armseligen Siegestaumel. Aber ich wollte euch wissen lassen, dass ihr euch so bald nicht wiederseht. Catwoman, Batman wird dich hängen lassen, weil ihn unter dem Ronneler Fährhafen mein größter Test erwartet. Ich bin in 5 Minuten wieder zurück. Batman, das kann nicht lange dauern. Lass dich von Riddlers Sprüchen nicht einschüchtern. Eddie ist ein Idiot. Aber ein Idiot, der in der ganzen Stadt unterirdische Todesfallen gebaut hat. Oh. Das ist deine Chance bei Catwoman, Betsy. Sie ist verletzlich, sitzt in einem verlassenen Waisenhaus fest. Für mich klingt das nach Romantik. Da wir gerade dabei sind, ich war im Jenseits, um nach Talia zu sehen. Das hatten wir doch schon, oder? Wir haben darüber gesprochen, wie du uns im Grunde beide ermordet hast. Sie fing an zu weinen, also habe ich sie getröstet. Und bevor ich mich versah, führte eins zum anderen. Na, du weißt schon. Tali und ich wollen doch nur, dass du glücklich bist. Du solltest dem kleinen Kätzchen sagen, was du fühlst, solange du noch kannst, Betsy. Denn wenn ich deinen Körper übernehme und dich in einer winzigen Ecke ganz verstanden... Du kleine Radie. Ich will dich. Okay, jetzt brauchen wir eine andere Mission. Obwohl, so weit ist das gar nicht weg, ne? Renela Fairhaven. Also gut, Riddler. Dieses Spiel ist vorbei. Als Meeting abzuräumen, so viel ist sicher. Warte mal, da oben haben wir was? Batman wird sich in dieser Stadt nicht bewegen können, ohne dass wir es merken. Hast du die Geschichten gehört? Hört sich an, als wäre er ein zäher Hund. Diese Schauergeschichten. Entschuldigung. Du hast recht. Er ist nur ein Mensch. Was kann er schon Schlimmes machen? Wie wär's mit? Ich brech dir jeden einzelnen Knochen. Dreh dich mit dir. Die liegen noch. Ich könnte eigentlich nur schnell weg.
Was ist denn hier los, Alter? Aber jetzt müssen wir es durchziehen. Himmel. Ich glaube, so ganz war das jetzt nicht geplant von mir eigentlich. So, da ist doch. Ranelagh Fairhaven. Also gut, Riddler. Dieses Spiel ist vorbei. Hey, was machst du? Achso. Geil, ich komm noch nicht weg. Das kann aber nicht sein, oder? Was ist denn da oben alles? Scarecrow kocht vor Wut, Mann. Kein Gas ist eine Sache, aber kein Cloudburst? Er wollte mit dem Ding auf das Weg gehen. Ich brauche jetzt auch noch dazu. Das war's, dunkler Ritter. Wir sind am Ende. Nun, du bist es zumindest. Ich muss gestehen, ich fühle mich angesichts meines Sieges großzügig. Also gebe ich dir die Wahl. Statt mit deiner Demütigung und deinem Tod weiterzumachen, werde ich dich einfach davonfahren lassen. Im Gegenzug zur Unterzeichnung einer Aussage, die meine überlegene Intelligenz bezeugt und dass ich dich matt gesetzt habe. Oh, die Katze bleibt meine Geisel. Ein Symbol deines Versagens. Wie wär's mit Nein? So schlimm kann es doch nicht sein, oder? Und jetzt schon wieder Auto rennen. Oh, ich mag das überhaupt nicht. So, so, du willst es wirklich versuchen. Also schön, aber das ist meine beste Arbeit, Detektiv. Ein Meisterstück, ein ewig Meisterwerk. Nun, es wird wohl die letzte Fahrt dieses unschönen, lebensgroßen Kinderspielzeugs. Das wird schon wieder großer Scheiß. Baut zum Fuhrpark. Ah, ja. Ich hab die falsche Tasten gerade gedrückt. Nur zur Info, Detektiv. Der Teil ist nicht die Überraschung. Nein. Was der? Warte, stimmt mal ab. Du hättest abschließen sollen. Ich hatte die Neigung perfekt berechnet. Meine Berechnung war korrekt. Alter Falle. Ich verstehe. Bin ich jetzt falsch gekommen? Wie lebst du noch? Natürlich. Du hattest Glück, nicht wahr? Ja. Wer macht denn so einen Scheiß? Unfair. Nein! Sagte ich, den kann ich wegtun, den Roden, und dann. Retter der Vollidioten. Ich kann wohl kaum Glück in die Kalkulation mit einbeziehen. Ich bin ja kein Gaukler. Hei. Ach so, ich hätte durchgemisst. Ich
glaube, das wird ein Fiasko. Ja, ja. Du tänzelst mit Fortuna durch dein ganzes Leben, Detektiv. Aber jetzt hört die Musik auf. Ich habe ganz andere Probleme hier. Ja, es war ja klar. Es ist gar nicht so einfach hier. 19 Sekunden. Toll. Ich bin der Riddler und du wirst nicht siegen. Mach siege ich ja auch nicht. Ich meine, haha, ich wusste, du scheiterst. Habe nie daran gezweifelt. Das ist aber ein so aufgeblasen. Kacktes Gefahrräder. Ah, da kommst einmal oben ran und dann wirst du nach unten abdrängt. Okay. Als du in der letzten Runde versagt hast, konnte ich die Schlagzeilen sehen. Riddler Siegreiber. Batman gedemütigt. Gotham in Ehrfurcht. Ich sehe schon, ich muss das da ein wenig vorsichtiger machen. Dies ist keine Rennstrecke. Es ist ein makellos konstruiertes Kunstwerk. Es ist Perfektion. Lebe wohl, dunkler Ritter. Ich sag das aber zurück auf tiefsten Herzen. Fick dich! Zu glauben, dass ich wirklich dachte, du könntest Erfolg haben. Ich vergaß kurz, mit wem ich es zu tun habe. Da du dich nicht einmal selbst töten kannst, werde ich es für dich tun. Nein. Ich übernehme hier jetzt die Kontrolle. Geh weg! Du wirst einen Fehler machen, ganz bestimmt. Ja, natürlich. Ich sehe nichts. Wo bin ich jetzt? Magst du Urlaub? Das schaffe ich doch niemals, Alter. Ich hab's doch gewusst, das schaffe ich niemals. Komm, das ist so eine linke Runde. Eigentlich kann man doch schon froh sein, wenn man durchkommt, oder? Ganz ehrlich, ich tue es auch aufzeichnen für YouTube. Schneller, Batman, wie Hermes. Oder wenn du willst, die römische Abklatsch, Merkur. Hab ich schon mal gesagt, ich hasse Autorennen. Auch wenn das keinen Unterschied macht.
Kann man sehen, was du meinst? Ich könnte schaffen. Ich beeile mich doch. Au! Ein Set. Okay. Kommt drauf an, wie man es sieht, aber... Okay, fast geschafft. Müsste der doch sein, ne? Und los geht's. Okay, es reicht. Glückwunsch, Catwoman. Du kannst jetzt gehen. Also, zu meiner letzten Prüfung. Was für letzten Prüfung? Eddie, dass du unter die Schummler gegangen bist. Ich bin enttäuscht. Ich täusche. Ich verwirre. Examen? Aber ich schummle nicht. Wie du und Batman herausfinden werdet, wenn ihr euch meinem letzten Rätselraum stellt. Okay, ich sehe schon, das wird wieder der reinste, oder? Gut. Wo geht's hoch? Da. Ganz ehrlich, ich mag Autorennen überhaupt nicht. Fotografisches Gedächtnis, Batman? Ich nämlich schon. Ich kann dein stoisches Grinsen stets heraufbeschwören, wenn es nicht sowieso unaufgefordert in mein Hirn platzt. Ich habe auch das perfekte Gedächtnis. Ich erinnere mich an jede Verletzung durch dich. Manchmal wache ich auf, dunkler Ritter, und fühle deine Hände um meinen Hals, deine mit Carbonfasern ummantelten Fäuste, die in meinen Solarplexus schlagen. Mensch, Schweinhals oder was? Intellektuell so überlegen ist, so viel besser. Mich, Edward Nigma, dem Riddler und besten Alleskönner der Welt. Du bist ein Rohling-Detektiv. Ein abscheuliches Symbol dafür, dass Macht über allem steht. Komm zurück zum Waisenhaus. Dort werde ich dich und all deine Ungerechtigkeit beseitigen. Schenk dir Bengel Tempo, dann kannst du neu holen. Aber wo müssen wir jetzt hin? Das ist Missionsauswahl, wir machen den Frech jetzt. Das ist meine Chance, Lina aus dem Waisenhaus zu befreien. Dieses kranke Spiel dauert schon viel zu lange. Das stimmt. Viel Glück. Ja, wo sind wir jetzt schon? Folge 21 oder so? Ich hab keine Zeit für dich. Warte mal, bin ich jetzt verjagt? Ich muss jetzt mal Richtung fahren. Was jetzt? Jetzt dreht gleich durch. Was ist denn jetzt hier? Ich hab doch den Driller da ein bisschen, ne? Sag mal, verarscht mich jetzt hier das Navi oder was? Ist das psoffen? Weil den Grützenhainer da im Visier hat, oder? Das ist meine Chance, Lina aus dem Waisenhaus zu befreien. Dieses kranke Spiel dauert schon viel zu lange. In der Tat, Sir, viel Glück. Verpiss dich jetzt! Schatz, was gibt's denn? Wenn du den letzten Kurs verlassen hast, hat Eddie nichts gesagt. Du stößt auch jeden vor den Kopf, oder? Sie fragen nie höflich genug. Mein Gott.
Das war's. Noch durch einen Ring springen und ich bin frei, um Gotham auszurauben. Du weißt schon, sicherstellen, dass alle rauskommen. So ein Rätsel oder so? Zuerst checke ich die Museen. Nein, Batman! Du liegst weiter neben! Weiter! Was? Objekt außer Sichtweite? Was? Was ist das im nächsten Raum? Ach du Scheiße. Das Riddler-Viereck. Ein Rätsel, das eigentlich die Zauberwürfel des 20. Jahrhunderts und von Folterinstrumenten des 15. Was, Jahrhunderts. Was zu klein? Wenn Eddie wollen würde, dass wir Schach in Lebensgröße spielen, hätte er uns mehr Figuren geben sollen. Ich denke nicht, dass das der Plan war. Schau mal an. Ein Rätsel. Wie kannst du mein Spiel spielen, wenn du doch ausgeschlossen wurdest? Ausgeschlossen wurdest. Hallo? Ratespiel ja verkehrt herum. Eck zu klein? Was will er denn von mir? Okay. Ihr könnt nicht hindurch, Kinder. Und nein, auch nicht darunter durchgraben. Pass mal auf, Candida. Warum nicht? Okay, gucken wir sich die Sache mal an hier. Kommst du da rein? Schön. Er will nicht, dass wir reingehen. Ich schätze, ich gehe dann wohl nach Hause, Eddie. Es wird einen Weg hineingeben. Ja, ich sehe dann. Ich glaube, da darf man nicht drauf, oder? Oder? Nee, irgendwie nicht. Wir müssen die Blöcke verschieben. Also, beeil dich. Blöcke verschieben. Kann das doch sicher erledigen. Moment, das geht bestimmt mit den. Wo haben wir denn? Mit denen da. So, was passiert hier? Ah ja, okay. Wir müssen einige der Würfel anhalten, wenn ich die Ladung abfeuere. Ich würde sagen, das ist mein Job. Ah, alles klar, ich hab's verstanden. So rum. Und sie muss jetzt dann da draufstehen, dass der hier bestimmt nicht mehr weggeht. Genau so rum. Jetzt sie nochmal. Und dann würde ich sagen, da drauf, dass der sich nicht mitbewegt. Geschafft. Ich gratuliere. Jetzt lass uns gleich zum Punkt kommen. Gleich zum Punkt kommen.
pass auf! Pass auf. Verdammt! Das soll ein Rätsel sein, Eddie? Also wirklich. Man gewöhnt sich dran. Mach! Anfängerglück! Intensivieren wir das Ganze! Okay. Naja, das eine ist ja eigentlich gar nicht mehr so schwer. Das kann ich ja sogar... Nein, andersrum. Ach, andersrum. Da haben wir schon mal eins frei. Aber ich muss die beide gleichzeitig machen, ne? Lass mich mal raten, wir müssen... Warum ist das ausgerechnet in der Mitte? Das kriegen wir aber hin. Und zwar, bleib du mal hier. Die ist drauf, ne? Ja. Oh, shit. Musst erstmal woanders hin. Und zwar hier, ja. Jetzt können wir da nochmal hin. Haben wir beide auf jeden Fall gleichzeitig. Und ich traue den da nicht. Aha, schauen. Bist du jetzt fertig damit? Das ist immer noch kein Rätsel, Eddie. Du hast es nur noch nicht herausgefunden. Das ist es. Das Ende. Das letzte Rätsel. Das letzte Rätsel. Da hast du wohl recht, das ist das allerletzte. Aber erst einmal brauche ich dich gar nicht. Ne. Erstmal das hier. Das hier. So. Eigentlich ganz cool. Nein. So. Also recht schwer ist das nicht. Mädel. Ab in die Decke. Erledigt. Der Schlüssel ist beim Eingang. Los. Oh, kleiner Charmeur, du. Warte kurz, damit ich mich fangen kann. Achso, ja, warte mal. Ich kann ja eigentlich schon raus. Der Schlüssel beim Eingang. Okay. Schlüssel. Wärst du so freundlich? Weißt du, was das Schlimmste daran war? Sie sah billig aus. Also, mein Hübscher, worauf warten wir? Und nochmal zwei Pünktchen. Mini, mein lieber Batman. Wurde eigentlich nur das Zentrum von Gotham evakuiert oder stehen die Villen auch leer? Scarecrow hat die ganze Stadt bedroht, Selina. So eine Tragödie. Dann rette mal die Welt. Ich passe auf, dass Bruce Wayne seine Türen verriegelt hat.
Viel Glück dabei. Kommst du nicht mit? Wo sind die jetzt hin? Hallo? Kann ich mit dir auch raus? Ach du Scheiße! Ich glaube, wir haben hier noch was zu tun. Krüger, Lügner! Du dummer Amateur! Sieh dir an, worauf du dich interessiert hast, Batman! Wenn du nicht selber erkennen willst, dass du deinen offensichtlichen Meister gefunden hast, muss ich mich auf deine Strafe geben und dich zwingen! Du brauchst Droge. Ich habe diesen Anzug speziell entwickelt, um mich gegen deine brutalen Exzesse zu schützen. Verstehe also, dunkler Ritter, dass dies vor allem ein intellektueller Sieg ist. Hi, diddle, diddle! Sag doch mal zu, komm schon! Wie ich es liebe, dich scheitern zu sehen! Meinst du, hast mich überlistet? Ich werde dir eins überziehen! Den wollt ihr doch gar nicht. Den wollt ihr auch nicht. Ihr zwei, wirklich. Nur für dich. Welche Farbe soll es sein? Hör auf! Noch einmal! Die sind schon mal platt. Das ist das Ende! Meine Apotheose! Was mache ich jetzt mit dir? Genug! Das ist würdelos! Du bist würdelos! Willst du das zu Ende bringen, Detektiv? Die Ehre musst du dir verdienen! Löse jedes einzelne Rätsel in dieser Stadt, dann kämpfe ich, Batman! Aber keinen Moment eher! Was? Wir können dich auch einfach hier lassen, Eddie. Los, Batman. Die Mieze will etwas Spaß. Okay. Ich war die ganze Nacht hier eingesperrt, Süßer. Gehen wir. Was soll's? Dann bleibt er eben und wir ziehen los. Okay, dann gehen wir. Wo geht's denn hier raus jetzt? Okay, du willst Gassi gehen. Kommst du? Oh, frische Luft, Freiheit und Dunkelheit. Perfekt. Wie sollen wir das feiern? Ich kenne ein paar arme, hilflose Museen. Aber andererseits kenne ich auch ein paar Hotels. Die Nacht ist noch nicht vorbei. Es gibt noch einiges zu tun. Natürlich gibt es das. Du weißt echt, wie man die Stimmung versaut. Nimmst du dir auch mal eine Nacht frei? Ziehst du dir auch mal den Anzug aus? Nicht in einer Nacht wie dieser, Selina. Das ist mein Leben. Schön. Ich schau mir mal ein, zwei Kunstgalerien an, während die große böse Fledermaus beschäftigt ist. Willst du dich nicht bedanken? Warum? Ist doch dein Job. Und da geht sie von dannen. Aber zumindest haben wir schon mal befreit. So, wir setzen sich auf jeden Fall schon mal ins Auto. Suchen sie dann eine neue Mission draus. Vielleicht machen wir sogar mal Asriel. Ein Polizeihubschrauber hat ein brennendes Fledermaus-Symbol auf einen Dach in Otisburg gemeldet. Ich glaube, Asriel ist für ein weiteres Treffen bereit. Okay. Aber... das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.
Ciao.